Moin, ja, ich bin endlich wieder unterwegs, wieder auf dem Rad, aber bei diesem schönen Wetter, da musste ich wirklich los. Die letzten Monate, ja, seit dem letzten Video ist viel Zeit vergangen, über drei Monate, aber ich war nicht untätig. Ich bin trotzdem Rad gefahren, aber das Wetter war nie richtig toll, mal so vereinzelt mal ein paar Stunden Sonne, aber der Winter war bis jetzt ziemlich grau. Es hat sich wirklich nicht gelohnt, die Kamera dort mitzunehmen. Ich bin zwar viel gefahren, dieses Jahr auch schon. Ich bin jetzt schon ungefähr 1800 Kilometer auf dem Rad gewesen dieses Jahr. Aber nicht alles draußen, sondern auch indoor auf der Rolle. Aber egal, zu Lambsdorff wird man fit. Und es scheint so schön die Sonne. Endlich, ich kann los und mal auch die Kamera mitnehmen. Ja, und wo bin ich hier? Ich bin hier an einer Flussquelle. Ein Fluss, den ich heute folgen möchte, das ist nämlich die Lue. Die hier entspringt mitten in der Lüneburger Heide. Ja, fließt ungefähr 60 Kilometer bis nach Winsen an der Lue. Und da mündet sie in der Ilmenau, kurz vor der Elbe. Ja, das möchte ich heute mal sehen. Eine richtig schöne Tour, hoffe ich, durch tolle Landschaften. Leider ist es hier nicht so richtig idyllisch, denn 300 Meter weiter ist die Autobahn A7. Das habe ich gar nicht gewusst, dass es so dicht dran liegt. Da bin ich schon so oft dran vorbeigefahren. Und ja, hier sind so ein paar Teiche. Da entspringt dieser kleine Fluss. Den möchte ich heute folgen bei richtig tollem Wetter. Ja, ich freue mich drauf. Ich hoffe auch, als erstes kommt ja, die kleine Stadt Bisping. Und dann schauen wir mal weiter, was dann kommt. Also, dann wünsche ich viel Spaß dabei. Hier bin ich jetzt in Bisping, ja, am Bahnhof, aber kein Personenverkehr, nur Güterverkehr. Ja, da hier ist keiner. Vom Winsen an der Lue hier zu kommen, ist etwas schwierig. Deswegen bin ich heute Morgen da schon losgefahren mit dem Rad hier 40 Kilometer. Der nächste Bahnhof wäre Soltau gewesen. Also habe ich jetzt die Runde gemacht. Die wird mal hier am Ende doch die 100 Kilometer wieder betragen. Aber der Hinweg hierher an den Straßen war auch schon recht schön. Ich hoffe, der Lue-Radweg hält richtig schöne Landschaften abseits der großen Straßen für mich bereit. Ja, also geht's jetzt weiter. Jo, mal sehen, was als nächstes so kommt. Thank you.
Da habe ich doch das nächste idyllische Plätzchen, zumindest für den Sommer, am Badeteich hier in Steinberg. Richtig schön. Ja, für den Sommer wäre es jetzt eine schöne Abkühlung, auch eine Pause. Aber dafür wäre es jetzt auch ein bisschen zu früh. Ich bin noch keine 10 Kilometer weit gekommen. Naja, jetzt sind 2, 3 Grad Lufttemperatur. Viel wärmer wird das Wasser auch nicht, sondern es ist auch noch Eis drauf. Aber für Eisbaden mach. Bitteschön, aber ne, ich nicht. Heute Morgen waren sogar noch minus 1 Grad, als ich gestartet bin. Also ich bin eher durchgekühlt als erhitzt. Aber im Sommer wäre das mal eine schöne Abkühlung zwischendurch. Also ein kleiner Tipp schon mal hier. Da kommt man direkt dran vorbei. Ja, siehst du, ja, ich habe ja auch jetzt im Winter viel Zeit gehabt. Und natürlich habe ich auch noch ein bisschen investiert. Erstmal in die Sicherheit. Einen neuen Helm. Aber auch die Kamera, die GoPro 10, steckt jetzt im Media-Mod drin. Darüber hört ihr auch den Ton. Ich hoffe, das wird was. Ja, man hat immer wieder was Neues vor. Ja, es ist kein billiges Hobby, was man so hat. Aber es macht Riesenspaß. Und deswegen geht es jetzt auch erstmal weiter, obwohl hier ein schönes Pausenplätzchen wäre. Aber nach 8-9 Kilometern ist es noch ein bisschen früh. Hier bin ich jetzt an der Mühle Sodersdorf. War schon ein schönes Stück gerade gewesen. Schöner Weg. So richtig ruhig. Ruhige Straßen, auch ein bisschen Heide mal zwischendurch. Ja, im Sommer sieht es natürlich ein bisschen besser aus. Aber auch so im Winter hat es doch was. Und die Luhe ist inzwischen doch schon ein ganzes Stück angewachsen. Ja, ab hier kann man nämlich auch Kajak fahren. Ist nur eingeschränkt erlaubt, weil eigentlich die ganze Strecke unter Naturschutz steht, aber ja, ein bisschen was möglich ist. Und ja, die Wege gerade eben, die Wegequalität war eigentlich ganz gut. Okay, im Winter, da sind immer mal ein paar Matschstellen, wo es nicht so toll ist. Und auch gerade eben bei diesem einen Gutshof war sehr grobes Kopfsteinpflaster, aber trotzdem richtig schön, sehr ruhig. Ein toller Radweg bis hierher. Ich hoffe, es geht so weiter.
Ach Leute, es gibt schon wieder ein Highlight hier. Ich muss sagen, es gefällt mir hier immer mehr. Jetzt bin ich hier wieder an so einer jungsteinzeitlichen Grabstätte. Da war gerade eben in Södersdorf auch schon eine. Ah, sieht echt klasse aus. Wow, Highlight an Highlight irgendwie hier. Also macht richtig Spaß und die Sonne scheint so schön. Die wärmt auch schon so ein bisschen, das ist richtig klasse. Ja. Also es ist ein richtig interessanter Weg. Man kommt an doch vielen Stellen vorbei, landschaftlich auch bis jetzt richtig klasse. Naja, okay, ist Lüneburger Heide. Was soll man dazu sagen? Aber das ist ja auch wieder stark. Ja. Und ein bestes Plätzchen hier für eine kleine Pause. Ja, ich habe aber noch 35 Kilometer vor mir. Ich habe noch nicht mal die Hälfte. Die Zeit, die rennt, aber es ist echt ja auch schon ein bisschen länger hell. Also alles okay. Die Wege, ja okay, die sammeln, die kommen so ein bisschen, die tauen so ein bisschen auf. Ja, es wird so ein bisschen schmierig. Ja, das Rad war richtig schön geputzt, richtig sauber heute Morgen. Noch geht's. Es spritzt noch nicht hoch, aber es taut jetzt immer mehr auf. Heute Morgen war es so schön gefroren. Ach, aber richtig klasse. Ja, das muss ich hier nochmal genießen. Perfekt für eine kleine Pause hier. Ja, und mal sehen, was da noch alles kommt. Jetzt bin ich mal 10 Kilometer und mehr am Stück gefahren, ohne großen Highlights. Es sieht so aus, dass es jetzt hier flacher wird, als ich so langsam die Lüneburger Heide verlasse. Da hinten, da müsste Salzhausen sein, bin ich dran vorbeigefahren. Jetzt geht es so langsam in die Winsener Marsch, Richtung Winsen an der Luhe. Aber auch wenn es jetzt hier anders wird, es hat auch was für sich. Sieht eigentlich auch gar nicht so schlecht aus hier. Nur noch 17 Kilometer bis zum Ende, ist nicht mehr weit bis Winsen. Es gibt eigentlich nicht viel zu berichten von diesem Weg. Ja, ist recht schön, einsam gelegen die Straßen, also ist richtig, richtig toll. Macht weiterhin viel Spaß hier, auch weil hier jetzt nicht so viel zu berichten ist, kann ich ja mal berichten, was so in der Zukunft so geplant ist. Wie ihr seht, noch bin ich mit einem Gravelbike unterwegs. Ja, das andere hat sich noch nicht gemeldet, das Reiserad. Stand 13. Februar. Aber das wird dann wohl hoffentlich bald kommen. Dann muss ich das ja noch einfahren. Auf schönen Touren natürlich. Mal sehen, ob ich euch da auch dann mitnehmen kann. Und das Wetter auch stimmt. Ja, und die Reisen, die ich geplant habe. Ja, eine ist steht sicher. Die habe ich jetzt schon mal die Route geplant. Eine richtig tolle Strecke. Die wird so Ende Mai kommen. Da werde ich losfahren. Ja, und im Sommer, der Urlaub ist auch schon gebucht. Eine Ferienwohnung wieder stationär irgendwo in den Alpen. Da, ich werde nicht verraten, wo.
lasst euch überraschen. Aber es wird richtig, richtig tolle Strecken, habe ich mir da ausgesucht. Oh, ich freue mich schon sowas von. Aber es ist ja noch ein Stück dahin. Das Frühjahr kann ja auch noch recht schön werden mit tollen Tagestouren. Und im September ist auch noch eine Radreise geplant. Da weiß ich noch nicht, wohin. 14 Tage so circa mindestens Zeit. Schöne 2 Wochen. Vielleicht in den Alpen, ich weiß es noch nicht. Vielleicht habt ihr auch einen Vorschlag. Also ich will eigentlich nicht so die Hauptrouten fahren, so wie Claudia Augusta oder München-Venedig. Das hat man auch schon zu viel gesehen. Auf einen Teil von den Strecken bin ich auch schon gefahren. Ich will vielleicht mal wieder in eine andere Ecke so ein bisschen rumreisen. Aber an den Alpen, in den Alpen, ich weiß es noch nicht. Vielleicht habt ihr echt noch mal ein paar Vorschläge, die ich machen kann. Also 14 Tage, da kann ich einiges schaffen. Aber hier muss ich jetzt nicht mehr viel schaffen. 17 Kilometer ist nicht viel, aber bei dem Wetter. Kalter Wind kommt zum Glück von hinten, also schön Rückenwind. Ordentlich Geschwindigkeit aufnehmen kann man hier. Richtig klasse. Mal sehen, was jetzt noch kommt. Sonst ist als nächstes wahrscheinlich Winsen dran. Geschafft, mitten in Winsen. Da drüben ist die Kirche St. Marien. Ja, richtig tolle Strecke echt bis hierhin. Wunderbar, immer so hinten durch, kaum auf den Hauptstraßen entlang. Richtig klasse. Auch hier Winsen. Ja, wenn das Schloss nicht eingerüstet wäre, würde es bestimmt auch gut aussehen. Ja, leider nichts. Bisschen ja, restaurieren muss man ja auch. So ist es nun mal. Alles muss mal in Stand gesetzt werden. Jetzt habe ich ja eigentlich nur noch 6 Kilometer. Die Luhe eigentlich nur noch 3. Die mündet nämlich bald in die Ilmenau. Aber der Luhe-Radweg, der geht bis Hobde an der Elbe. Also da komme ich jetzt gleich noch hin. Oh, nicht mehr weit und da ist der Tag schon wieder rum. Oh, so richtig, ein erster richtig schöner Wintertag. Darauf habe ich lange gewartet. Heute ist er da, ich habe ihn genutzt. Oh, aber ich habe ja noch ein bisschen, also geht es noch ein Stück weiter. Thank you.
Da ist sie nun, die Elbe. Ich habe das Ende erreicht des Radwegs. Ja, hier mündet ja die Ilmenau und nicht die Luhe. Aber hier startet oder endet der Radweg. Ich kann sagen, also ich war hellauf begeistert. Richtig schöne Wege, viel abseits, richtig toll. Einige Highlights waren ja dabei auf den 60 Kilometern. Hat mir richtig Spaß gemacht, vor allen Dingen, was auch die erste richtige tolle Tour war. Ja, vor einem Jahr war ich hier, das war der 20. Februar. Ja, da war ich ja hier auch an der Elbe und im Winsener Marsch. Da habe ich auch gefilmt. Mann, da bin ich kurz gefahren, da waren 13, 14 Grad. Ach, jetzt sind 7 Grad und es kommt einem schon fast warm vor. Oh, egal, Hauptsache. Es geht jetzt aufwärts, so kleine Blüten waren ja ab und zu mal zu sehen. Also der Frühling kommt so langsam. Ja, mal sehen, ob da noch mal Winter kommt. Bis jetzt war ja echt nicht viel. Aber naja, jetzt muss man ja auch fast gar nicht mehr haben. Ja, Fazit heute, ein richtig toller Tag. Oh, ich hoffe, es hat dann gefallen. Ich habe es rübergebracht. Mir hat es wirklich echt gefallen, dieser Weg. Also für die 60 Kilometer, viel habe ich nicht erwartet. Aber es war richtig schön. Matsch hat sich zurückgehalten. Das Rad ist noch relativ sauber. Es war nur so leicht angetaut. Und nach dem ganzen Regen, muss ich sagen, war alles okay. Die Wege waren in Ordnung. Richtig schön still, immer hinten rum. Also es hat richtig Spaß gebracht. Ich hoffe, ich konnte es rüberbringen. Hab tolle Bilder gemacht. Das erste Video des Jahres 2022. Ich hoffe, es geht so weiter. Mal sehen, was das nächste ist. Vielleicht ja schon mit dem neuen Bike. Oder auch natürlich mit meinem immer noch Lieblingsrad, das Gravelbike. Also damit fährt das sich richtig gut, gerade heute auch wieder auf diesen ganzen Wegen. Richtig klasse. Also, denn hoffe ich, hat es gefallen. Denn bis zum nächsten Mal und danke fürs Anschauen. Moin, moin. Tschüss.